Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play auf meinem Channel. Und wir spielen Dragon Age Inquisition, die Nachfolge der wunderbaren ersten beiden Teile, Dragon Age Origins und Dragon Age 2. Ich weiß gar nicht, ob das halt einen Untertitel hat, ich glaube nicht. Es hieß, glaube nur Dragon Age 2. Ja, leider bin ich ein wenig spät dran mit dem Spiel, es ist ja schon eigentlich länger draußen. Aber es gab irgendwie Probleme und neuer PC und ach egal, ist ja doch scheißegal jetzt. Wir fangen jetzt an. Ich freue mich schon richtig drauf. Genau, also fangen wir mal an. Also es gibt jetzt hier wieder verschiedene Rassen aus. Wir starten direkt. Ich habe noch nichts gespielt. Das ist, wir starten hier direkt bei der Charaktererstellung. Da gibt es hier wie immer diese üblichen eigentlich. Die Kunari, die Zwerge, Elfen und Menschen. Was spielen wir denn noch? Ich weiß es noch gar nicht. Ah, Zwerge bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Und ich will eigentlich auch einen Magier spielen. Da sind die Kunari eigentlich, glaube ich, auch nicht so... nicht so, ja, gut geeignet. Hier ist Resistenz gegen körperlichen Schaden. Die sind eher die Nahkämpfer, die hau drauf. Genauso wie die Söldner. 25% Bonus auf Verteidigung gegen Magie. Das sind eher die, die im vorderen Reihen stehen und die Scheiße abfangen. Hier die Magier, die Elfen, sag ich, sind natürlich schon eher Magier. Aber ich habe mir überlegt, ich spiele, glaube ich, einen Menschen. Da die Elfen sind, glaube ich, auch im Dragon Age Universum nicht so gut angesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Und wie schon gesagt, da haben wir hier den, ich will natürlich einen Magier spielen, aber jetzt, was haben wir hier? Wir haben einen Schurken mit zwei Waffen, einen Schurke mit Bogen, dann haben wir einen Krieger mit zwei Handwaffen, Krieger mit Waffe und Schild und wie hier gesagt schon, was ich nehmen will, den Magier. Dann den Schwierigkeitsgrad. Ich habe mir überlegt, schwer... oder normal. Ich will. Ja, spielen wir normal, weil. Albtraum, Alter. Nee, ganz sicher nicht. Eine größere Herausforderung gibt es nicht, sagt schon alles. Ja, komm. Ich nehme mal schwer. Wenn es zu schwer wird, dann. Mache ich leichter und sag's euch nicht so. Genau. Also. Hier ist nochmal eine kleine Übersicht, was wir jetzt alles genommen haben. Ups. Nein. Was? Egal, bestätigen. Das ist das schon das Richtige, was ich jetzt genommen habe. Also wie gesagt, wir haben noch nichts gespielt. Hier sind noch ein paar Tipps, die man sich während dem Ladebildschirm angucken kann. Na, hä? Da kommen noch weiße Umblättern. Nutze den Befehl Rückzug, um deiner Gruppe Anweisungen anzuweisen, die Kämpfe einzustellen und dir aus der Gefahrenzone zu folgen. Aber ich kann doch hier... Na, egal. Ich habe es auch noch nicht gespielt, natürlich angezockt, um zu gucken, wie und was und wo. Aber wirklich großartig gespielt habe ich es natürlich noch nicht. So, und dann kommen wir auch zum Aussehen des Charakters. Ich wollte eigentlich einst einen weiblichen Charakter spielen, damit man auch was fürs Auge hat, aber die sehen da so beschissen aus. Ganz ehrlich, das ist schon der erste Minuspunkt, den Dragon Age bei mir gekriegt hat. Da kannst du einfach, also es geht einfach nicht, da kannst du keinen schönen Charakter erstellen. Deswegen nehme ich jetzt doch einen Kerl. Und zwar die Vorlage hier, keine Angst, die wird noch verändert. Aber nicht viel. Ich will da jetzt auch gar nicht bei Kerlen, ist mir das so relativ egal, wie sie aussehen. Jetzt gehen wir mal auf allgemein. Was haben wir denn da? Was wollte ich jetzt machen? Achso, Haare. Hier sind sie Haare. Also, da nehmen wir, da habe ich ja schon natürlich ein bisschen angeguckt, was es so gibt. Und da finde ich diese Frisur hier eigentlich am besten. Ist auch gar nicht so out. Trägt heutzutage jeder. Genau, nur den Bart, der geht so gar nicht. Sieht aus wie der... dieser Koch, wie heißt denn der? Mit der Glatze. Er hat auch so einen Bart. Muss nicht sein, dass ich dieses ganze Spiel an den Kerl denke. Bart nehmen wir einen wuschigen, wie es damals im Mittelalter auch so war. Aber wo haben wir den? Wo haben wir den? Hier nehmen wir einen so... Ich denke, der sieht ganz, ganz, ganz gut aus. Hier ist leider, naja, dieser Fleck sieht irgendwie scheiße aus, aber sonst würde ich sagen, der Bart passt ganz gut zu mir. Oder halt zu diesem Kerl, nicht zu mir.
Was haben wir denn noch? Die Stimme? Ihr lasst mir keine andere Wahl! Passt überhaupt gar nicht. Was genau wird es mich kosten? Naja, leider gibt's nur zwei Stimmen. Alles, was ihr gehört habt. Ist auch ein bisschen, finde ich, naja, muss, also hätten sie schon ein bisschen mehr reinmachen können. Also vier hätten schon sein können. Ein bisschen größere Auswahl halt, entweder Hü oder Hot nehmen wir jetzt da hier, aber das geht ja, naja. Was haben wir denn noch? Eigentlich bin ich schon zufrieden, so bleibt der Ach nee, warte. Hahaha, ich will ja noch die Haarfarbe ändern. Was ich auch nicht so toll finde, so ein richtiges tiefen Schwarz, wie ich es eigentlich haben wollte, gab es nicht. Es gibt nur diese beiden hier. Und naja, welches geringer Übel heißt es da und nicht. Es sieht schöner aus. Ich finde, das sieht irgendwie komisch aus. Ich nehme mal das hier. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Aber naja, so tiefen Schwarz gibt es leider nicht, was ich eigentlich haben wollte. Oh ja, wie ist es doch. So. Dann Tätowierungen und sowas lasse ich eigentlich so. Die Narben finde ich auch ganz gut. Ich meine, Krieger, auch wenn es jetzt ein Magier ist, ohne Narben geht echt gar nicht. Die Tätowierungen sind auch ein bisschen mystisch, so wie sie sein sollten. Die Farbe haben wir hier. Machen wir hier ein bisschen dunkler, auch wenn man jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Unterschied sieht. Das finde ich auch ein bisschen blöd, aber naja. Wir wollen jetzt mal nicht zu sehr auf dem Spiel rumhacken, bevor wir es überhaupt gespielt haben. Sagen wir so, die Charaktererstellung entspricht nicht meinen Anforderungen. So. Abbrechen. Ups. Änderung übernehmen. Maxwell, so ein Blödsinn. Wir heißen natürlich Polote. Und jetzt geht's los. Nennt mir einen Grund, warum wir euch nicht auf der Stelle töten sollen. Das Konklave ist vernichtet. Alle, die ihm beiwohnten, sind tot. Alle außer euch. Das ist schrecklich. Nein, ihr denkt, ich war's? Oder nichts sagen. Wir sind cool, wir sagen nichts. Wir sind einfach hart. Oder? Ja, komm. Erklärt mir das. Kann ich nicht. Was soll das heißen? Ihr könnt es nicht. Ich weiß nicht, was das ist oder woher ich es habe. Ihr lügt! Wir brauchen ihn, Cassandra. Lasst mich gehen! Was auch immer ich eurer Meinung nach getan habe, ich bin unschuldig. Erinnert ihr euch, was geschehen ist? Wie das alles begann? Ich erinnere mich, dass ich gerannt bin. Irgendwelche Dinge haben mich gejagt und dann war da eine Frau.
Eine Frau? Sie hat die Hand nach mir ausgestreckt. Doch dann... Geht ihr ins vorgeschobene Lager, Liliana. Ich werde ihn zum Riss bringen. Ich will aber lieber mit der Liliana gehen. Was ist geschehen? Ich bin dieser Kampflesbe da. Es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Show me! Ein gewaltiger Riss in die Welt der Dämonen, der mit jeder Stunde, die vergeht, größer wird. Das ist allerdings nicht der einzige Riss dieser Art, nur der größte. Sie entstanden alle durch die Explosion beim Konklave. Dazu ist eine Explosion imstande. Diese war es. Wenn wir nichts tun, könnte die Bresche größer werden und die ganze Welt verschlingen. Jedes Mal, wenn sich die Bresche erweitert, breitet sich auch euer Mal aus. Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wenn ich kann, werde ich helfen. Ich verstehe. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Für sie steht eure Schuld fest. Sie brauchen diese Erklärung. Die Bewohner Havens trauern um ihre Heiligkeit, die göttliche Justinia, das Oberhaupt der Kirche. Das Konklave war ihre Idee. Es war eine Möglichkeit, Frieden zwischen den Magiern und Templern zu stiften. Sie rief ihre Anführer zusammen und nun sind sie tot. Wir schlagen um uns wie der Himmel, doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Ihr werdet einen gerechten Prozess erhalten. Mehr kann ich euch nicht versprechen. Kommt, es ist nicht mehr weit. Wohin bringt ihr mich? Euer Mal muss an etwas Kleinerem als der Bresche getestet werden. So, mit W, A, S, D, wie üblich steuert man. Mit Q und E kann man seitwärts direkt laufen, aber das ist okay. Was haben wir denn noch? Ah, mit der rechten Maustaste kann ich hier so. Okay. Und mehr haben wir noch nicht gelernt. Okay, dann laufen wir mal. Öffnet das Tor! Wir gehen ins Tal! Okay, das Symbol zeigt mir die Quests. Der Himmel des Zorn. Okay. Na, die warten auf irgendwas. Die erwarten nichts Gutes. Geht mir aus dem Weg. Bin echt gespannt hier. Was uns so auf uns wartet. Oh. Abstände werden kürzer. Je größer, sag jetzt mal nicht, dass ich erschrocken bin. Desto mehr Risse tauchen auf. Und mehr Risse bedeuten auch mehr Dämonen, mit denen wir es zu tun haben. Wie konnte ich die Explosion überleben? Sie sagten, ihr wärt aus einem Riss gekommen und dann ohnmächtig geworden. Sie sagten, hinter euch im Riss sei eine Frau gewesen. Doch niemand weiß, wer sie war. Alles, was tiefer im Tal lag, wurde zerstört. Darunter auch der Tempel der heiligen Aschen. Aber ich denke, ihr werdet es noch früh genug selbst sehen. Warte mal, wir sind in Haven. War Haven nicht in Dragon Age 1 so ein Dorf, wo man auch
rein musste und da waren so irre Okkultisten oder Okkultisten, die die Asche verborgen haben. Ne? Versteht ihr mich? Oder irre ich mich? Das war schon Haven. Mit der Asche dann, das... Naja, muss ich mal nachforschen. Okay. Bleibt hinter mir! Ach, sonst bleibt hinter dir. Ich bin ein gefürchteter Magier. Ha! Let's fetz. Drücke R oder die Maustaste, um ihn zu greifen. Aha, also ich kann jetzt entweder R oder mit der Maustaste kämpfen. Hab ich sie da unten schon? Hab ich schon ein paar Spells ab? Aber die sind hier nicht gerade nötig, okay. Ja, ja, ist ja gut. Es ist vorbei. Weg mit der Waffe! Los! Drominich! Ihr müsst mir vertrauen. Wenn ihr mich ein Vertrauen ist alles. Oder Dämonen führen wollt, werdet ihr mir vertrauen müssen. Nennt mir nur einen Grund, warum ich euch vertrauen sollte. Weil mein Leben auf dem Spiel steht. Ihr habt recht. Ihr braucht zwar keinen Stab, aber ihr solltet dennoch einen haben. Ich kann euch nicht beschützen. Ich glaube, die mag uns. Ich sollte mich daran erinnern, dass ihr bereit wart, aus freien Stücken mitzukommen. Richtig. Gut. Drücke 9, um Gestalten, Charakter mit einem Trank zu heilen. Weiß der Erbauer, was uns erwartet. Wie unpraktisch ist das denn, auf dem neuen das Ding zu leben? Im vorgeschobenen Lager oder im Kampf. Wir sind blinde. Im Moment auf uns allein gestellt. Nur 11 Zwerg oder Menschen, du hast jetzt Stufe 1. Den nehmen wir doch mal. Haben wir jetzt ein Inventar, machen wir mal auf. Rüstungen. Das ist kaputt. Zack. Cool. Ups, nee, warte, komme ich hier wieder raus. So. Ah, vielleicht noch ein kleines Wort dazu. Ihr denkt euch vielleicht, warum zum Teufel hat er den Helm jetzt nicht an? Den hat er schon an, aber bei Dragon Age, was ich gut finde, kann man einstellen, dass die Helme nicht angezeigt werden. Man hat sie zwar an, man kriegt die Boni, aber er hat ihn halt nicht auf dem Kopf. Und das habe ich halt eingestellt, weil ich finde, das manchmal sieht es echt extrem erbärmlich bescheuert aus. Ich habe hier so einen tollen Charakter hier erstellt, da will ich auch die Fratze sehen. Fähigkeiten verwenden Mana und Ausdauer, um im Kampf mächtige Effekte zu erzielen. Die meisten Fähigkeiten können erst nach einer gewissen Zeit erneut eingesetzt werden. Okay, damit meint er wohl unten meine Vorsicht. Leiste. Wenn wir sie flankieren, sind wir vielleicht im Vorteil. Nix flankieren. Zack. Ich setze einfach meine Fähigkeiten ein. Mach den Feuerball. Wow. Der tanzt sich da richtig ab beim Kämpfen. Erinnert mich ein bisschen an hier, die Legende von Ankh, oder wie heißt es? Dieser Film. Da tanzt ihn doch auch rum, um die Effekte zu machen. Na, ich springe aber runter. Zack. Gibt's hier was? Nix gedroppt. Oh. Ich will gleich bitte die mächtigste Rüstung und Waffe gleich am Anfang haben, bitte. Ja, ein bisschen Geld. Ist nie schlecht. Was ich auch noch dazu sagen muss, was mich übelst irritiert, ist das hier. Der Kerl kann springen. Wozu kann er springen? Dragon Age 1 und 2 war ohne Springen. Da war immer auf der Leertaste die Pause machen. Was man eigentlich bei Dragon Age, zumindest beim 1er, extrem gebraucht hat. Oh, eine Elfenwurzel. Die kennen wir doch auch noch auf so den ganzen Teil. Ja, jedenfalls, ich weiß noch nicht. Wahrscheinlich stelle ich es um. Ich guck mal, wie die elementar wichtig springen wird. Wenn wir wirklich hier Jump'n'Run-mäßig ab und zu mal springen müssen, dann lasse ich es natürlich drin. Also auf der Leertaste zumindest. Aber wenn wir es eigentlich gar nicht brauchen, dann werde ich da wahrscheinlich das Pause drauf machen, weil Pause ist jetzt auf STRG. Und da muss ich mich erst dran gewöhnen. Ich bin es gewöhnt, auf die Leertaste zu drücken, dann ist Pause.
Hier kennst du den Feuerball, hä? Ach, der Scheiße da oben. Boah. Hey, der hat mich stinkig gemacht. Pause. So. Machen wir mal so. Ja, wie findest du das? Ha! Da lebt noch etwas. Ah, guck, jetzt habe ich zum Beispiel die Leertaste gedrückt, weil ich Pause machen wollte. Aber, nee. Vielleicht gewöhne ich mich auch noch dran.